Digga, sieht das off aus. Neben all den Titeln, die du dir in der Berufsschule verdient hast, bist du jetzt auch Nichtsgönnerin. An dieser Stelle auch einfach nochmal vielen Dank an meinen Ex-Mitarbeiter Brudi. 6 Tage hast du ausgehalten. Bester Mann auf jeden Fall. Ja, guten Morgen. Ah, servus YouTube. Wie geht's? Wie steht's? Mir geht's nicht so gut. Digga, ich fange ernst viele Videos hier in diesem Tunnel an, fällt mir jetzt auf. Ist aber auch ein schöner Tunnel. Schöne Erinnerungen haben wir in diesem Tunnel. Warum geht's mir nicht gut? Ich hasse junge Leute. Ich hasse viele Sachen. Aber junge Menschen, die anfangen wollen zu arbeiten, jetzt ohne lang um den heißen Brei rumzureden, Digga, ich muss, glaube ich, 10 Tage, jeweils 10 Stunden durcharbeiten wegen einem Hund. An dieser Stelle danke dir. Deswegen wird es ganz eng mit Videos. Also ich habe jetzt noch eins vorproduziert. Das kommt morgen. Ja, eigentlich schon, ist gerendert und alles. Müsst euch vorstellen, ich hatte so wenig Bock und auch echt nicht viel Zeit. Das Video war safe seit einer Woche fertig gecuttet. Es war fertig. Ich hätte nur noch rendern müssen und das war's. Und ich habe eine Woche mir damit Zeit gelassen. Ja, und jetzt wird eh wieder richtiges Scheißwetter in Deutschland, weil, ja, Sommer ist vorbei. Aber ja, das ist Privatleben, also null Zeit. Erst ab nächste Woche, wo halt dann komplettes Katastrophenwetter ist, habe ich wieder ein normales Leben. Aber was können wir noch besprechen? Ozan hat mich gepusht. Ich habe einfach 800 Klicks jetzt auf mein Video gemacht, innerhalb von einer Stunde oder so, was in Analytics. Watchtime ist zwar jetzt nicht die beste, würde ich einfach mal behaupten, mit 30 Sekunden, aber okay. Am Ende kommt raus schon, er hat kompletten Algorithmus zerstört, Digga, und ich mache gar keine Klicks mehr. Digga, sieht das off aus. Bruder, das sieht halt echt nicht geil aus, Mann. Mit diesem... Nee, Mann. Digga, das kann man doch nicht schön finden, ne? Bruder, ich sehe heute so viele Bikes, gestern und heute, Digga. Stadt ist voll. Also wollen die Leute noch die letzten Tage jetzt einfach ausnutzen oder was los? Was ich aber sehr frech finde. Ozan hat mich gepusht, weißt, aber... Digga, das sind schon wieder Bikes, das ist unglaublich, Mann. Und was war das? Ozan hat mich gepusht, der Ehrenhabbub. Aber jemand anders hat mich einfach nicht gepusht. Das ist extremst unsozial. Frau Ahrenkirchner. Glaubt ihr, das bringt irgendwas? Also man muss ja sagen, ganz kurz, ganz kurz, den Kommentar werde ich safe raussuchen und jetzt hier einblenden. Sie hat ein Video von mir kommentiert, okay? Das heißt, Theresa, du weißt von meiner Existenz. Du weißt von dieser Existenz und du gönnst einfach nicht. Einfach Nichtsgönnerin. Neben all den Titeln, die du dir in der Berufsschule verdient hast, bist du jetzt auch Nichtsgönnerin. Und da ist einfach eine Goldwing. Digga, irgendwann werde ich die auch fahren. So wahr ich hier stehe, irgendwann, nicht für immer, oder doch vielleicht, wenn ich so Rentner bin, dann vielleicht, aber irgendwann in ein bisschen näherer Zukunft seht ihr mich auf so einem Ding. Auf einer fahrenden Couch, Digga. Wir fahren übrigens jetzt nach Hause, gell? Falls irgendeiner immer noch zuschaut und sich fragt, was noch passiert. Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich habe nichts geplant. Ich habe jetzt seit 2 Tagen 10 Stunden am Stück gearbeitet. Morgen kommt der 3. Tag, gefolgt von 13 Stunden. Bruder, ich will einfach nur nach Hause. Boah, vielleicht nehme ich morgen auch ein Video auf, weil morgen soll es regnen, Digga. Und ich habe keinen Bock, mit Auto zu fahren. In der Früh fahre ich safe mit Motorrad zurück. Die Frage ist nur, ob ich auch zurückfahre. Nee. Nochmal. In der Früh fahre ich safe mit dem Motorrad zur Arbeit hin. Es ist nur unsicher, ob ich es auch am Abend wieder zurückschaffe mit dem Bike. Nachtvlogs sind eigentlich echt nicht so geil, weil man sieht halt echt nicht viel, Mann. Die Grafik bei Nacht ist halt wirklich nicht geil und das nervt. Aber Nachtvlogs sind ultra angenehm aufzunehmen, weil es ist kühl, es ist weniger los auf den Straßen. Das sage ich, während ich im Stau stehe, ich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine. Boah, ich habe heute voll Bock auf eine Pfeife. Mache ich mir eine an? Bis ich jetzt zu Hause bin, safe 8:30 oder sowas oder 8:45, bis die Pfeife an ist, 9. Dann habe ich 2 Stunden zu rauchen, dann ist 11. Dann ist eigentlich schon langsam Schlafenszeit. Das Problem ist, es ist halt jeden Tag so bei mir. So, es ist nicht. Ja, Bruder, ich verschieb's auf morgen. Morgen rauche ich dann. Nee, morgen ist genau der gleiche Scheiß. Übermorgen wollen wir nicht drüber reden, Digga. Schön um 10 Uhr in der Arbeit. Schön nachts um 12 wieder nach Hause kommen. An dieser Stelle auch einfach nochmal vielen Dank an meinen Ex-Mitarbeiter, Brudi. 6 Tage hast du ausgehalten. Bester Mann auf jeden Fall. Oh, BMW, bitte fahr jetzt nicht links von mir, Digga. Digga, wenn er jetzt links daran fährt. Ah, Mann, na, komm, Junge. Der ist jetzt zwar nicht komplett dran gefahren. Oh, Mann.
Also, da hat jemand überreagiert. Ich habe halt vorher verplant, sie auch einfach links ausweichen können. Der BMW, bei dem war ich stehen geblieben, als die Polizei mich unterbrochen hat. Der ist zwar nicht direkt neben mich gefahren, aber ich hasse es so sehr. Ich hasse es, wenn die sich einfach neben meinen Hinterreifen stellen. So, Brudi, was ist so schwer, einfach hinter mir stehen zu bleiben? Natürlich, ich verstehe es, Leute sind 100% abgefuckt, wenn ich durchfilter. Brudi, was bleibst du jetzt stehen? Alles klar, Diggi. Digga, die ist wie ein Zombie gegangen. Oh man, ich glaube, ich sollte nicht über sowas lernen. So, kann ich jetzt die BMW-Story beenden? Ich hab vergessen, wo ich war. Digga, ich fahre jetzt gerade aus, damit ich ein bisschen lerne. Aber nein, ich will rauchen, Digga. Ich hätte nicht gerade ausfahren sollen, Digga. Ich hätte einfach schneller reden müssen, damit ich fertig werde, bevor ich zu Hause ankomme. Die BMW-Story. Ich wette, Leute sind auch abgefuckt, wenn ich da durchfilter und auch irgendwie da rumstehe, ja? Deswegen habe ich es auch verdient, dass der da links neben mir reingefahren ist. Ich will nur sagen, dass es mich abfuckt. So, Bruder, wart doch bitte hinter mir. Nee, ich bleib nicht stehen. Das war grün. Das war ganz, ganz, ganz starkes Grün. Na okay, ich hab gelungen, es war gelb. Naja, YouTube, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, zeigt das Video euren Freunden, euren Eltern, euren Kindern, eurem Nachbarn, Fremden. 60 hat gerade ein Tor gemacht, glaube ich, so wie sich das anhört. Ja, 60 hat ein Tor gemacht. Wenn ihr 12.000 Abonnenten auf TikTok habt, dann könnt ihr es denen auch zeigen. Das gleiche gilt, wenn ihr über 100.000 habt, Theresa, Frau Ankirchner, ich weiß nicht mehr, wie ich dich nennen soll. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist euch eh nicht mehr zu helfen. Dann kriegt ihr nur ein bisschen Mitleid von mir und das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.